If an arrow is made, the Bell Blossom can call bridge seeds back to where they started. Gut, holen wir uns die Bridge Seeds mal zurück. Und machen jetzt einen Geheimgang auf. Also ja, ich kenne die Puzzles hier schon, deswegen ist das recht einfach für mich. Wir können nämlich hier auch noch eine Brücke bauen. So. Und finden hier eine Parkbank. Mit einer Echo Flower. I just wasn't ready for the responsibility. Also da war irgendjemand noch nicht bereit für die Verantwortung. Von was? Der Parkbank? There's a long kish sitting underneath this bench. Will you take it? You got the abandoned kish. Okay, da war einer noch nicht bereit für die Verantwortung über einen Kish. Abandoned Kish heals 34 HP. A psychologically damaged Spinach Egg Pie. Klingt eigentlich ganz lecker. So, jetzt müssen wir als nächstes hier die Brücke bauen. Wäre das auch hier möglich gewesen? Ja, hier wäre das eigentlich auch möglich gewesen. Egal. So. Brücke gebaut und wir können weitergehen. Wing. Hello, this is Papyrus. How did I get this number? It was easy. I just dialed every number sequentially until I got yours. Nihihihi. So, what are you wearing? I'm asking for a friend. She thought she saw you wearing a bandana. Is that true? Are you wearing a bandana? Ja, ich trage ein Bandana. So you are wearing a bandana? Got it. Wink, wink. Have a nice day. Click. Wishing room. Okay, hier können wir Wünsche machen. A long time ago, monsters whispered their wishes to the stars in the sky. If you hope with all your heart, your wish will come true. Now all we have are these sparkling stones on the ceiling. Your wish would come true. Yeah. Thousands of people wishing together can't be wrong. The king will prove that. Und wieder ein Angriff. Woshua shuffles up. Ja, Woshua sieht sehr creepy aus. Hat einen komischen Kopf an der Seite, irgendwas, was sich dreht an der anderen Seite und eine Ente innerhalb. Wir können checken. Woshua attack 18 defense 5. This humble germophobe seeks to cleanse the whole world. Freed, wash your soul. Wow, wow. Wash our waters if tears are sanitary. Okay, wir werfen jetzt mal was ein. Nehmen wir das Monster Candy vom Anfang. You ate the Monster Candy, you recover 10 HP. Whistle as it cleans. Okay. Woshua cleant wirklich gerne. Woshua is friends with a little bird. Ja, der little bird sitzt bei ihm im Wasser. Woshua. So, erzähl mir Woshua mal einen Joke. You tell a joke about kids who played in a muddy flower garden. Woshua's powers neutralized. No dead jokes too dirty. Oh, jetzt kommt die Seife auf Doom. Wow, das ist das, ich getroffen habe. Woshua is wincing of pizza. Touch. You reach out, Woshua requires from your touch. Yuck. Okay, wir sind ihm zu schmutzig. Er will uns definitiv clean. Woshua is wincing of a pizza. Okay, dann lassen wir uns mal sauber machen. You ask Woshua to clean you. It hops around excitedly. Green means clean. Okay, jetzt müssen wir green touchen auch.
Washua is rising off a pizza. Okay, und wir können Washua sperren. You won. You earned 0 XP and 25 gold. Ja. Come on, sis. Make a wish. I wish my sister and I will see the real stars someday. Okay. Ah, seems my horoscope is the same as last week's. Okay, hier geht's wohl scheinbar nicht weiter. Dann gucken wir mal durch das Teleskop. Ah ja, da sind helle Sterne und da steht Check Wall. Also ja, das sind keine Sterne, das ist das Funkelzeug am Himmel, an der Decke, was teilweise aussieht wie Sterne und sogar Monde. Und irgendwer hat auf das Teleskop Check Wall geschrieben. Also diese Wand hier. Ja, hier ist nichts. Ancient writing covers the walls. You can just make out the words. The war of humans and monsters. Why did the humans attack? Indeed, it seems that they had nothing to fear. Humans are unbelievably strong. It would take the soul of nearly every monster just to equal the power of a single human soul. Okay, also Menschenseelen sind sehr stark. Ja, das ist also der Krieg von Monstern und Menschen. But humans have one weakness. Ironically, it's the strength of their soul. His power allows to persist outside the human body, even after death. If a monster defeats a human, they can take its soul. A monster with a human soul, a horrible beast with unfathomable power. Ja, klingt creepy. It's an illustration of a strange creature. There's something very unsettling about this drawing. Also ja, das ist wahrscheinlich ein Monster, was eine menschliche Seele gekriegt hat und dadurch so creepy geworden ist. So, nehmen wir mal die Bootsbrücke hier. Wow. Okay, Undyne bewirft uns mit Laserspeeren. Oh, au, au, au. Und ja, wenn sie uns hier auf der Map trifft, dann müssen wir Ausweichspielchen betreiben. Also sollten wir uns hier, gerade hier, nicht treffen lassen. Au. Weil sonst sterben wir. Schnell im Gras verstecken. Und da kommt Undyne. Ja, Undyne ist schon ziemlich creepy, oder? Autsch. Oh. Jetzt hat sie Monsterkind und Monsterkind grinst sie fröhlich an. Das ist jetzt anders zu creepy und sie verschwindet. Hm? Schnell raus hier. Monsterkind, alles gut? Yo, did you see that? And I just touched me. I am never washing my face ever again. Man, are you unlucky? If you are staying just a little bit to the left. Yo, don't worry. I'm sure we'll see her again. Ja, die wird uns mich nämlich noch ständig jagen. So, hier haben wir jetzt mal kurz getriggert den Schnellreisemenschen. Oder das Schnellreisemonster. 3 Gold for the Ferry. Hop on. Also wenn wir 3 Gold bezahlen, dann bringt er uns ganz schnell wieder hierhin zurück. Thanks for stepping on my face. Here's the 3 Gold. You got 3 Gold. Ja, so könnten wir auf langsame Weise viel Geld machen.
Ja, also wir springen wieder auf und reisen zurück. Thanks for stepping on my face. Here's the free gold. Got free gold. Ja, und weiter geht's. So. This cheese has been here so long, a magical crystal has grown around it. It's stuck to the table. Ja. Squeak. Squeak. Ja, die Blume hat das Quietschen der Maus aufgenommen. Knowing the mouse might want to extract the cheese from the mystical crystal, it fits you with determination. Und speichern. Gut, gehen wir weiter. Oh, unsere Box mal wieder. Und du siehst interessant aus. What's this da? Can you touch it? Can you eat it? Can you kill it? Are you a star? Nein, ich bin kein Stern. So, hier ist Dead End. Da drüben ist zwar der Ente, aber zu der kommen wir nicht. Was ist hier oben? Oh, Mr. Nice Cream Guy. The ancient leaves have been painted over with a list of 21 different flavors. Ja, sehr nett. Jetzt schreibt der Nice Cream Guy schon seine Essenskarte auf die Wand über prähistorische Glyphen. I recollected my store. Fortunately, I've thought of a solution. Punch cards. Every time you buy an ice cream, you can take a punch card from the box. If you have 3 cards, you can trade them for a free ice cream. They are sure to get the customer's cup back. Ice cream is the frozen thread that warms, treat that warms all, warms your heart. Now just 25G. Na, kaufen wir mal eine. Super. Here you go. Your card's in the box. You got an ice cream. So, wir müssen auch immer darauf achten, dass wir genug Platz hier drin haben. Jetzt haben wir nämlich schon mal 2 Ice Creams. Wir haben aber auch noch das Bicycle, also brauchen wir jetzt erstmal keine Ice Cream mehr. Reden wir mal mit Sans. I'm thinking about getting into this telescope business. It's normally 50,000 G to use this premium telescope. But since I know you, you can use it for free. How's about it? Use the telescope? Yes. Ja. Sans, du hast, glaube ich, rotes Zeug drauf geschmiert. Definitiv, du Jokebuster. You aren't satisfied? Don't worry. I give you a full refund. Ja, von nichts. So, da ist unsere Box. Da kommt mal... Nein, wir abandonen das Quiche jetzt nicht schon wieder. Indem wir es in unsere Box stecken. Das wäre einfach falsch. Noch mehr Echo Flowers. Und wir werden angegriffen. You walk into Molzmal. Kennen wir die nicht schon? Molzmal, check. Molzmal Attack 12 Defense 0. It's a different color, so it's a bit stronger now. Slime Sound, sexy wiggle. Oh yeah. Okay, Molzmal is ruminating. Molzmal, imitate. You lie immobile with Molzmal. You feel like you understand the word a little better. Sexy wiggle. Yeah. Molzmal is lamenting. Flirt. You wiggle your hips, Molzmal wiggles back. What a meaningful conversation. Scratch, sexy wiggle. Ja. Okay, sperren wir die beiden mal. Ja gut, bevor ich hier weitergehe. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich irgendwie nach da oben komme. Zu den Echo Flowers dort. You hear a passing conversation. So, don't you have any wishes to make? You hear a passing conversation. Hmm, just one, but it's kind of stupid. Ja, ich glaube, da unten ging es weiter. Also gehen wir erstmal hier lang. It's a pair of ballet shoes. Will you take it? You got the ballet shoes. Yo.
So, machen wir hier mal alles aus. Und ja, die Musik ist hier schon wieder sehr schön. Und nein, ich weiß leider wirklich nicht, wie man an die Echo Flower hier oben rankommen soll. Ob es da noch einen Weg gab. Woshua. Okay, clean uns mal wieder. You ask Woshua to clean you. Green means clean. Au. So, und Mercy, bevor er uns noch mal wehtut. Weil es gibt hier sonst keinen anderen Weg nach unten. Soweit ich mich entsinnen kann. Nö. Gut, lassen wir Sans mal hier, wo Sans ist. Der sollte eigentlich bei einem seiner Wachposten sein und arbeiten und nicht hier die Leute trollen. Das heißt, unser einziger Weg ist weiter der hier. Wing, hello, this is Papyrus. Remembers when I asked you about cloths? Well, the friend you wanted to know, her opinion of you is very murdery. But I bet you knew that already. And because you knew that, I told her what you told me you were wearing. A bandana. Because I know, of course, after such a suspicious question, you would obviously change your clothes. You are such a smart cookie. This way you are safe and I didn't lie. No betrayal anywhere. Being friends with everyone is easy. Ja. Nur, dass wir so doof waren und es nicht getan haben. You equipped the old tutu. Und die Ballettschuhe? Ballettschuhe, Weapon Attack 7. These used shoes makes you feel incredibly dangerous. Ja, mit Ballettschuhen zuzutreten tut auch sicher weh. Deswegen equippen wir sie einfach mal, auch wenn wir nicht angreifen. Aaron. Okay, Aaron, flexen wir wieder. Flexing Contest. Okay, flex more. Aaron is ready for your next flex. Aaron, flex. You flex harder. Aaron flexes twice. Nice, I won't lose to two. Und weiter flexen. Aaron is ready for your next flex. So, flexen wir Aaron auf, out of the room. Ja, wir müssen sie nicht immer sperren. Sie sperren sie... Flowey? Okay. Use the box. Yes. Toy Knife und Manly Bandana brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So. Wir können jetzt einfach weitergehen. Oh, und mal Papyrus anrufen. Wing Wing. There's no response. Ja, wahrscheinlich haben wir hier leider keinen richtigen Empfang mehr. Vielleicht hier? Hä? My brother? Of course he has a telescope. Sons love outer space sci-fi stuff. Hm. He never told you? Yeah, Sons never tells anybody anything. Ja, sehr toll. Wing Wing. Thanks for calling. Das heißt, hier haben wir jetzt erst einmal keinen Empfang mehr mit Papyrus. Schade. Und wir werden wieder angegriffen. Mercy. Sperren wir die beiden einfach mal. You hear a passing conversation. Don't say that. Come on, I promise I won't laugh. Laugh. The power to take their souls. This is the power that the humans feared. Ja. Ja, nein. Nein, geh weg. Geh weg. Ja, geh weg. Nein. Nein, was so? hey there. Noticed you were here. I'm Onion Sun. Onion Sun, you here. Oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe.
You're visiting Waterfall, huh? It's great here, huh? You love it, huh? Yeah, me too. It's my big favorite. Du bist big. Even though the water's getting so shallow here, I have to sit down all the time. But, hey, that's okay. It beats moving to the city. And living in a crowded aquarium, like all my friends did. Sein Gesicht. And the aquarium's full anyway, so even if I wanted to, I... That's okay though, you hear? Andre's gonna fix everything, you hear? I'm gonna get out of here and live in the ocean, you hear? And I wish you viel Glück. Hey there, that's the end of this room. I will see you around, have a good time. In Waterfall. Ja, wir können nochmal mit ihm reden. Er taucht nämlich immer wieder auf. Did you hear? You are back. I tell you a big secret. I'm starting a band here, here. It's called the Red Hot Chili Peppers. All I've thought of this... All I have thought of is the name. And I don't play instruments or sing. Well, do you think we'll be popular? Klar. Yeah, me too.